Wir sind vor einem guten Jahr von der Firma Sennheiser und der Firma Ari angesprochen worden, ob wir für dieses Projekt kooperieren. Es geht im weitesten Sinne eben einfach darum, dass Musiker an verschiedenen Locations miteinander musizieren. Das ist technisch dadurch etwas verkompliziert, dass man natürlich Laufzeiten hat und Laufzeiten stören Musiker immer. Und in diesem Setup wurde eben versucht, diese Laufzeiten so weit wie möglich zu eliminieren, rauszufinden, was ist noch tolerierbar, welche technischen Möglichkeiten kann man machen, um das einfach zu reduzieren, dass eben die Musiker ohne große Vorbereitung tatsächlich miteinander jammen können. Alles, was man momentan an Technologie zur Verfügung hat, ist für Sprache gut, aber eben niemals für das Miteinander musizieren. Und deshalb hat uns das Projekt natürlich sehr interessiert. Ari hat hier den Lichtpfad und Bildpfad, wie wir es nennen, beigesteuert, den wir jetzt hier auch anschließend demonstrieren. Er ist in gewisser Hinsicht schon was Neues. Bildpfadmäßig ist er anders parametriert als übliche Bildpfade. Das ist möglich dadurch, dass wir abgeglichene Lichtverhältnisse an beiden Standorten haben. Das wollten wir mal schon so ausprobieren, um einfach eine immersive Raumkopplung zu haben. Die Ursprungsidee war von Lips einfach, verbinde zwei Orte sehr, sehr immersiv. Wie vorhin auch im Vortrag erwähnt, stell dir vor, die Wand ist weg und der Remote-Ort ist unmittelbar bei dir, ohne jede Barriere. Und das heißt eben auch, dass man einen angeglichenen Bildpfad braucht. Die Filmmusikklasse hat natürlich von vornherein auch eine Affinität zu Bild und Synchronität. Das war eben genau der Punkt, warum ich dann eben aus meiner Klasse zwei Musiker gefragt habe, ob sie eben da mitmachen würden und eben mit den Musikern von der Uni in Hannover gemeinsam zu musizieren, ein Stück zu erarbeiten und natürlich auch diese Tests zu machen. Das Resümee ist also wirklich sehr positiv. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir wirklich so weit kommen, dass man tatsächlich so gut zusammenspielen kann. Und wir haben ja auch bei den Proben zugeschaut, wie das so funktioniert. Die Studenten hatten da eigentlich überhaupt keine Probleme, sich miteinander quasi zu kommunizieren und einfach drauf loszuspielen. Das hat also wirklich sehr gut funktioniert. Jede Firma versucht natürlich, die Basistechnologie, die entwickelt wurde, auch irgendwie kommerziell zu nutzen, in Produkte einfließen zu lassen. Es wird auch unterschiedlich schnell gehen. Es ist sicherlich, sage ich jetzt hier mal, einfacher, das im Audiobereich zu machen, wo einfach die Anforderungen an die Konnektivität geringer sind als bei Bild. Also für die professionelle Produktion ist das natürlich so jetzt eigentlich schon ganz gut möglich. Es ist jetzt für den Heimanwender vermutlich noch ein bisschen zu teuer aufgrund der benötigten Leitung. Aber ich würde sagen, das dauert jetzt noch ein, zwei, drei Jährchen. Mein Resümee für dieses Projekt ist äußerst positiv. Wir haben es verhältnismäßig schnell geschafft, dass die Musiker, die Kameras, den ganzen technischen Aufwand, den wir natürlich momentan in diesem Laborstatus, in dem wir uns immer noch befinden, den technischen Aufwand eben vergessen haben und angefangen haben, mit den Kolleginnen und Kollegen in Hannover zu musizieren, wie wenn sie einfach im gleichen Raum wären, beziehungsweise im nächsten Raum. Und das war eigentlich sehr, sehr schön zu sehen, wie die Musiker wieder angefangen haben, eben nur noch über Musik zu reden, mal einen Witz zu machen und gar nicht die ganze Technik, die Entfernung einfach zu vergessen.